Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den alles 19, alles 19 True Farming Projekt. Und ja, wir sind zurück, haben jetzt das Hexegut für die BGA und schauen mal, was jetzt passiert. Ob der schon alles vorbereitet hat, der gute Gustav. Joel? Ja? Wie geht's in Ringele? Naja, er stammelt hier ganz schön was zusammen, aber ich glaube so ganz gut, Raimund, oder? Raimund, alles okay? Ja, ich müsste mal ganz dringend aufs Klo. Du musst mal aufs Klo. Kannst du noch warten, bis wir an der BGA sind, mein Gustav? Nee, ich glaube nicht. Musst du direkt los aufs Klo? Ja, das wäre besser. Kannst du mal kurz ranfahren? Kolonne, mal ganz kurz, ich muss kurz anhalten, wenn es geht, nicht drauffahren. Der Raimund muss mal kurz seinen Schlingschlong, seinen Ringelnatter in den Busch lassen hier. So, warte, schön, sagte. Ja, kannst. Ah, danke. Ja. So, naja, dann lass mal den Raimund mal ganz kurz hier sein Tröpfchen auswerfen. Mein Gott, Raimund, so groß ist er nicht, so weit muss er jetzt nicht weg. Oh, Fritzl, alles klar? Sicher, und bei dir? Ja, meine Güte, was denkt der, was der eine abguckt? Guck doch mal, ich sehe ihn. Ah, lass ihn erstmal pinkeln. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier mitgeholfen hast und sowas mit deiner Truppe. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Ja, könnte nichts zu danken. Ich meine, geht ja um unsere Stadt, ne? Ja. Ja, man muss sehr groß oder warum dauert es so lang? Ja, weil. Raimund! Raimund! Ringele! Und? Voll, du hast Ringele verloren. Hey, ist ja, wo ist der jetzt hin? Keine Ahnung. Haben wir auch noch weiter? Ja, ihr könnt ja schon. Ja, fahrt mal weiter. Fahrt mal schon zur BGA. Wir suchen hier gerade. Ich glaube, wir können noch weiterfahren. Peter? Ist Raimund da? Wie soll ich denn hier gerade vorbeikommen? Ja, das weiß ich auch noch nicht. Ich muss es mal rückwärts setzen. Mensch, oh Gott, warum lässt denn du auch einen geistig verwirrten Menschen einfach alleine in den Wald rennen? Achtung, Friedrichsen! Erstens ist es Raimund Ringele, zweitens weiß ich ja nicht, bin ich kein Psychiater, dass ich einschätzen kann, ob der geistig verwirrt ist. Und drittens, wenn der mal pissen muss, da halte ich an. Was weiß ich, dass der gleich hier flitzen geht? Mensch. Ja, was macht man jetzt? Keine Raimund! Ahnung. Raimund! Ja gut, wo soll er hin, ne? Vielleicht hat er irgendwo was Goldenes glitzern sehen oder so. Keine Ahnung. Was machen wir jetzt? Ja, der weiß ja, wo er wohnt, ganz ehrlich. Der ist jetzt zumindest schon mal ein Schwarzing. Pass auf, fahrt ihr mal das Zeug hier weg, dass die Straße wieder frei ist. Ich geh den mal suchen, ja? Ja, alles klar, Peter. Gut. Harry! Boah, das gibt's doch gar nicht. Der Ringele ist abgehauen. Wenn du ihn siehst, sag Bescheid, ne? Was? Ja. Wie? Abgehauen? Ja. Er wollte nur pinkeln gehen und ist dann weg. Boah. Pass auf, ich fahre an. So, auf zur BGA. Schauen wir mal, was jetzt hier kommt, ne? Ja, sorry, ich kann hier nicht weiter. Schrei doch nicht so in den Funk rein, was ist da schon wieder los? Ja, was ist denn hier für ein komisches Auto vorne? Meine Güte, ey, was ist denn los, ey? Ja, hier steht ein Auto, ich komme hier nicht rein. Wie, da steht ein Auto? Fahr doch Auto doch weg. Ja, ich weiß ja nicht, ob man das hier anfassen darf bei euch. Nee, fass nichts an! Fass nichts an! Ich komme! Okay. Du weißt, wie die sind. Ich komme. Dann haben wir wieder irgendwas kaputt gemacht. Ich habe den Motor nur gestartet. Moin, Stefan. Stefan, kannst du mal das Auto damit gehört denn die Karre hier überhaupt? Ich hab die Schlüssel nicht. Das ist deine. Der Motor, aber ich muss ihn eben ausmachen. Wie das meine? Das ist dein Auto. Ist ich weiß nicht, warum das hier steht. Den Haufen jetzt weg, dass wir abladen können, mein. Ja, aber wieso steht der hier? Weiß ich nicht. Wieso liegt da Stroh? Wieso hast du eine Maske auf? Ja, deswegen. Wohin? Am besten kniest du den mal nieder. Wohin soll das alles? In das erste Silo rein, Bella. Kann an der Drehschimmel fahren? Ja, lass stehen. Okay. Also Bella, wenn du zum Landhandel gehörst, dann müsstest du perfekt Drehschäme fahren können. Gut, dann bring's mir bei.
Ich kann es nämlich nicht. Ne? Kann ja wohl wahr sein. Was? Mit dem Rückwärtsschieben, das wird bei Bella Mission Impossible. Echt? Ja, muss ich es ja aber irgendwann lernen. Dann lädt sie einfach als letztes ab, dann muss ich so lange üben. So, pass auf, jetzt fahren wir mal hier. Lass uns erstmal ablernen, den ganzen Käse. So. Okay. Also wenn sich alle zeitgleich in das Silo quetschen, wird's nix, ne? Nur mal so zur Info. Da passen drei Fahrzeuge nebeneinander rein. Die leer sind, ja, fahren bitte außenrum raus. Oh, Herr Manus. Gott. Oh, eigentlich, Sie können gleich mal warten. Da habe ich nämlich noch eine Frage. Ja. Okay. Ja, richtig drauf hier. Ja, ein bisschen nach hinten auch laden. Geh gleich weiter, Harry. Hey Bella, hast du geschafft? Ja, aber ich kann kein Drehschemel fahren. Ja, das ist heute der Tag, an dem dies, glaube ich. Ah, Christel kann das. Die ist Profi da drin. So, perfekt. Warte aber, bis ihr alle draußen seid, weil sonst gibt's nur Chaos. Juhu, abgeladen! Ein Stück weiter vor, bitte! Ja, Miguel? Ey, ich hab das jetzt gerade erst. Du standst ja gerade draußen. Was machst du denn hier? Fahr doch mal deine Kacke da weg! Ja, ich will hier mein schönes Gartengras abgeben. Was macht ihr hier eigentlich? Ja, wir haben gerade eine riesen Fuhre. Fahr mal durch, Harry! Harry, fahr mal durch! Ich hab für die BGA geholt. Okay, wo wart ihr? Wo waren wir überhaupt? Erlengrad. Sag mir nichts. Du warst gar nicht mit auf dem Schiff, oder was? Ich hatte ein paar Tage Urlaub jetzt. Warum Schiff? Ach so, stimmt, das hat ja der Adler erzählt. Stimmt, der Adler hat ja erzählt, der hatte dich im Urlaub gesehen. Was ist mit einem Schiff? Ach, hör auf. Ja, komm, jetzt erzähl. Ja, Schiff, alles schlecht, untergegangen. Ach, hör auf. Das musst du, frag Peter, der kann dir das in einer ruhigen Minute erzählen. Ja, okay, ich geh dann mal Kaffee trinken. Das ist zu lang, ja, trink mal Kaffee. Aber warte mal, ich muss noch mal ganz kurz zuvor eilig. Wow! Ich wusste schon immer, dass du mich um die Ecke bringen willst, die Witwenrente kassieren. Ha! Ich werde dich nie heiraten. Nee! So. Ey, der rennt auch vor jede Karre, ne? Wissle? Ja. Jetzt weht Nein. aber ein ganz anderer Wind. Warum? Bestle! Ja, was? In der Zeitung habe ich's gelesen. Ja, was? Du und Gustav? Miguel, jetzt schrei doch nicht über den ganzen Hof. Hat meine Schwester aus Versehen reingeschrieben, dass Gustav zusammen ist? Bella. Ja. Kann ich mal kurz mit dir sprechen? Ja, warum? Ja. War das nicht schon bei der Eröffnung was klar gewesen? Was ist daran falsch? Nee. Ja, was los? Du, ich hab mal eine kleine Frage. Ihr habt da ja diesen Pärchenabend da geplant, ne? Ja. Wie ist das Ganze da oben abgelaufen? Was hat die, wie hat die Liv, von wem kam die Idee und hat Liv da oben mit Miguel rumgeflirtet? Ich möchte die Wahrheit hören. Bitte. Also wir haben beide damit rumgeflirtet. Er hat noch irgendwas gesagt mit, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Also, ja, ich würde auch gerne mit euch was machen. Dann haben wir gesagt, nee, Pärchenabend. Ja. Na, und ja, dann haben wir den uns rechts und links an die Schulter gepackt und den dann da so ein bisschen richtig verlegen gemacht. Also. Ja. Liv auch. Mit Ja, wir beide. So, okay. Miguel, jetzt erzähl, was du sagen wolltest und sowas. Ah, okay. Nee, danke. Mehr wollte ich gar nicht wissen.
War das schlimm? War irgendwas falsch daran, dass sie das gemacht hat? Ja, um ehrlich zu sein, riecht mich das auf, dass sie da immer zu Miguel hochrennt und dann das jedes Mal dasselbe. Und weil ich ein bisschen Geld ausgebe, wird hier direkt Scheidung und sowas eingereicht und sowas. Ich glaube, ich muss hier mal wirklich auf den Tisch hauen, weil ich kriege dafür Ärger, Scheidung und bla und blub und hin und her. Und da oben wird die ganze Zeit mit Miguel rumgeflirtet. Und ich finde, als Ehefrau gehört sich sowas nicht. Ich brauche eine loyale Ehefrau, die hundertprozentig hinter mir steht und nicht eine, die noch überall rumflirtet. Weißt du, wie ich meine? Ich möchte eine Frau und kein Piep, ne? Okay. Und das ist das, was ich, ja, nur mal wissen wollte. Ich kann dich da super gut verstehen. Ja. Erzähl ruhig weiter, alles gut. Ich kann dich da auf jeden Fall verstehen. Okay. Ne? Ich bedanke mich auf jeden Fall für die Infos, Bella. Sehr, sehr lieb von dir. Und ja, dankeschön. Ich freue mich dann auf unseren Pärchenabend. Dürfte ich mal kurz Aufmerksamkeit haben. Mhm. Der Ringel ist fort. Was? Du hast nicht gefunden, Peter? Nö, der ist wie vom Erdboden verschwunden. Ich habe absolut keine Ahnung, wo der jetzt abgehauen ist. Was schwingt denn der nur? Ich habe noch was anderes, da würde ich aber gerne mal alle zusammenholen. Ich hole mal eben kurz die anderen her. Na, wollen wir uns mal in der Gemeinde treffen oder hier gleich? Ja, können wir hier machen, komm. Ja, oder so, ja. Kommt ihr auch mal mit? Ja. Ja. Peter hat einen komischen Ton in der Stimme, oder? Findest du es auch? Redest du mit mir? Nee, mit dem anderen. Ich dachte, du redest mit Bella, Entschuldigung. Ja, ihn ganz komisch hört er sich an. Ich rede mit euch hier. Ach so. Ja, der hört sich echt komisch an, ja. Ja. Sehr komisch. Da ist gut, Peter. Wie man es nimmt. Brauchen wir Taschentücher? Ich brauche es. Warum? Als ich jetzt gerade hier im Wald spazieren war und den Ringel gesucht habe, der leider wie vom Erdboden verschwunden ist, habe ich einen Anruf bekommen von der Seenotrettung. Die guten Herrschaften haben mir mitgeteilt, dass nach dieser Zeit es im Prinzip keine Wahrscheinlichkeit gibt, dass die Leute noch lebend geborgen werden. Somit haben sie die Suche eingestellt. Nee. Was? Ich muss weg. Tschüss. Was? Was? Ja, ich werde jetzt mal gucken, dass ich vielleicht ein privates Unternehmen beauftrage, weiterzusuchen. Aber auf jeden Fall, die Seenotrettung hat gesagt, es ist nach so einem langen Zeitraum auf hoher See fast unmöglich, dass da noch jemand überleben könnte. Deswegen haben sie die Suchen auf Wasser jetzt eingestellt. Ich denke mal, ich spreche da jetzt auch mal den Namen von Miguel. Sollten da private Unternehmen draußen, wird die auf jeden Fall die Fritzel GmbH und Genossenschaft oder was auch immer auf jeden Fall unterstützen finanziell, wenn das nötig ist. Oder maschinentechnisch irgendwas. Und ich denke mal, Miguel auch, oder? Ja. Wir werden mal schauen, vielleicht irgendwie. Aber was soll das heißen, Peter? Geben die einfach auf? Ja, du Miguel, ich meine, die arbeiten auch nach dem Schema F und jetzt seien wir mal nicht böse, aber ich glaube, ich persönlich kenne keinen, der es 7 Tage schafft, auf offener See zu überleben. Oder kannst du 7 Tage ununterbrochen schwimmen? Nee. Wahrscheinlich nicht. Oder ohne Essen, ohne Trinken? Wird schwierig halt, ne? Mhm. Die sind halt. So hart, wie es jetzt klingt, die sind halt realistisch. Scheiße. Und das verursacht halt für die auch immense Kosten, da einen Hubschrauber und ein Schiff die ganze Zeit zu beschäftigen. Ich meine, klar, die geben ihr Bestes, aber irgendwann ist halt der Punkt erreicht, wo es nicht mehr weitergeht. Mann, Emily ist weg. Bella? Bella, ist alles gut? Nee. Liv? Fritzel! Ich muss ins Haus. Was ist das? Es tut mir so leid. Aber er war doch noch so jung. Fritzel, deine Mutter. Oh, meine Mom. Mein Vater. Mein Vater.
Scheiße. Und jetzt? Keine Ahnung. Wer war noch drauf? Wer ist noch nicht da, Hartmut? Was ist denn mit dem Pappelklaus? War der drauf? Das ist Hartmut. Ach so, da ist er. Okay. Wer noch? Meine Schwester. Steht doch in der Zeitung, wer noch vermisst wird, oder? Ja, in der Zeitung steht's ja. Ich fahr's mal zum Landhandel. Kommst du mit, Bella? Ja. Ich möchte jetzt nicht gerade allein sein. Nee, alles gut. Biff, geht's dir gut? Meldet euch, wenn was ist, ne? Ja, und ihr auch natürlich, Miguel. Ich dich umarmen. Ja, Bella. Okay, wir sehen uns. Ja. Und jetzt, Prinz, wo fahren wir hin? Ich weiß es gerade nicht. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zum nach Hause und zum Hof, ich weiß nicht. Okay. Ja. Das ist vielleicht eine gute Idee. Willst du mal deinen neuen BMW testen? Hört sich gut. Ja. Vielleicht macht dich das ein bisschen glücklich. Ich mag nicht, wenn du so traurig und böse guckst. Ich glaube nicht. Komm, ja. Ich weiß selber gerade nicht, was ich tun und machen soll. Bitte, die können doch nicht einfach weg sein. Die kommen... Das ist bestimmt wie das Bermuda-Dreieck und wahrscheinlich leben sie irgendwo in einem Paradies. Bestimmt. Das muss so sein, das geht nicht anders. Geht's dir, Fritz? Du hast doch deine Mama auch gerade erst wieder getroffen, oder nicht? Ja. Das ist gerade, ja. Ich bin das erste Mal wirklich richtig sprachlos. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Was machen wir denn jetzt, Liv? Ich weiß es nicht, Fritzel. Ich habe keine Ahnung. Es ist gerade einfach nur alles leer. Ich hätte auf meinen kleinen Mo aufpassen müssen. Hast du denn gar nichts irgendwie gesehen, dass man vielleicht sagen könnte, weiß ich nicht, er hat sich doch irgendwo gerettet oder keine Ahnung oder... Nein, ich war auf dem Schiff die ganze Zeit alleine. Ich habe nur Bella gesehen und den Harry und mehr nicht. War so viel Chaos, Fritzel. Überall waren die Leute unterwegs und überall Rauch und Feuer und Wasser und ich. Es ging so schnell alles. Großer Scheiß Bockmist. Ja. Aber meine lieben Freunde, wie es weitergeht, das alles in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut zur nächsten Folge vorbei und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein!